Sonntag, 16. September 2018, 16.05 Uhr. Lewis Hamilton hat den großen Preis von Singapur vor maximalem Verstappen und Sebastian Vettel gewonnen. In der WM-Gesamtwertung hat der Mercedes-Pilot jetzt schon 40 Punkte Vorsprung auf Vettel. Der Ferrari-Pilot landete auf Platz 3, nachdem er maximaler Verstappen zwar bereits in der ersten Runde überholte, nach seinem Stopp aber wieder hinter den Red Bull-Fahrer zurückfiel. Hamiltons Sieg geriet nur in der 38. Runde in Gefahr, als er beim Überrunden der beiden Verfolger Romain Grosjean und Sergei Sirotkin ausgebremst wurde. Verstappen kam dem WM-Führenden gefährlich nahe, konnte aber nicht vorbeiziehen. Wieder einmal begann das Rennen mit einer Safety-Car-Phase. Force India-Pilot Esteban Ocon wurde von seinem Teamkollegen Sergio Perez in die Streckenbegrenzung gedrückt. In jedem der bisher 11 Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit musste das Safety Car ausrücken, das dritte Mal in Folge in der ersten Runde. Die wenigen Sekunden nach dem Unfall bis zum Überholverbot nutzte der auf Platz 3 gestartete Sebastian Vettel, um an maximalen Verstappen vorbeizuziehen. Als Vettel zum ersten Mal an die Box fuhr, zog Verstappen aber wieder vorbei. Der Red Bull-Pilot konnte seine Position auch nach seinem Stopp in der 19. Runde behaupten, als er nach der Fahrt aus der Box das direkte Duell mit dem Deutschen für sich entscheiden konnte. Anders als Vettel, der auf ultrasofte Reifen wechselte, fuhren Hamilton und Verstappen dem Ferrari-Piloten mit der soften Mischung davon. Auch mit dem Zeitpunkt seines Stopps schien er nicht zufrieden zu sein. "Wir waren wieder zu spät", funkte Vettel an sein Team. Im Verfolgerfeld kämpfte sich Perez über einen Großteil des Rennens an Williams-Pilot Sirotkin ab. Der Russe entnervte den schnelleren Mexikaner derart, dass Perez ihm bei einem Überholmanöver in die Seite fuhr. Beide Fahrer konnten das Rennen aber zu Ende fahren. Perez' Aktion wurde von der Rennleitung mit einer Durchfahrtsstrafe sanktioniert.